Und damit willkommen zurück zu Crossfire. So, letzte Mission, Threshold 19 oder 17. Irgendwie was, irgendwie so war das. Ja, ich weiß, wir müssen GDI wieder mal einen Arsch treten. Ah ja, ja, ich weiß, ist wieder kompletter Horror hier. So, haben wir uns alle beruhigt, das finde ich gut. Wollen ja mal ein bisschen weiterkommen. Du kommst mal nach da, du kommst mal nach da. Kann immer schön fleißig weiterbauen hier, weil die GDI wieder meint, hier alles platt machen zu müssen. Was haben wir hier oben hin? So, wir müssen uns natürlich ein bisschen hier vorbereiten. Schon mal gut. Ja, wenn die Einheit unter Beschuss stehen, ist das nicht so schlimm. Dienen als gute Ablenkung. Jupp, hier ist wieder ein bisschen Theater. Wieso kann ich das hier nicht... Was ist denn? Ein Kommando? Das ist aber nicht schön. Uns ist kaputt gemacht. Wie immer. Warum? Manchmal richtig anstrengend, diese Mission. Daher baue ich hier ganz Zeit die Devastator. Die hauen hier gut was weg. Müssen auch hier drauf achten, weil die GDI greift beide Basen an. Ganz gerne kommt der Trigger auch, dass die hier komplett angreifen. Warum auch immer. Können die Türme verkaufen. Da haben wir schon mal das Geld über. So, natürlich müssen wir auch hier beschützen. Zwei Basen gleichzeitig, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. So, die bauen wir mal hier oben hin. Als Verteidigung sind die Devastator sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gerade in einer großen Masse kann ich euch nur empfehlen, die Dinger zu bauen. So, Patsch. Ja, das war ja klar. Das ging gerade. Gut. Hier kommt man weiter nach vorne. Erstmal verteidigen. Ganz wichtig. Die ein bisschen mit auseinanderbauen. Sollte eine Luftschlacht kommen, sind wir ein bisschen geschützter. Ja, natürlich. So, haben wir es hier schon fast geschafft. Ja, fast. Ja, ich weiß. Hier schön in der Ecke reinpacken. Brauchen wir mal eine Erweiterung für unsere Basis. Wir müssen ein Tiberium-Feld mal erobern. Ja, leck mich doch mit dem Kommando. Hier stehen genug. Hier stehen auch genug. Sind erstmal alle gut ausgebaut. Zählen wir gar nicht mehr. Das meine ich. Komm mal mit. Mach die Brücke mal platt. So, das ist noch nicht fertig. Wo ist denn mein Landvermesser eigentlich? Da ist er. Bereite dich da mal aus. So, ihr beschützt mal mit. Ganz, oh, ist sehr wichtig hier oben, dass sie geschützt wird. Ja, haben schon guten Schaden hier gemacht. Kommt mal mit. Wir gehen mal in den Schnittpunkt. Weil hier kommt die GDI runter.
teilt sich dann auf die Basis und auf die Basis hier. Das gilt es erstmal zu verhindern. Das ist natürlich auch scheiße, so ein Luftangriff. Schafft er das? Sonst bekommt er noch Hilfe. So, Geld ist natürlich auch wichtig. Das ist so ein Klotz. Das ist so ein Klotz. So, erstmal die Queen. Massig Verteidigung. So. Gut, hier wird gut verteidigt. Ob sie es packen, das weiß ich nicht. Stärkung. Gut. Ich weiß. Ja. Was attackieren die denn hier? Ach so. Ey, doch hier vorne hin. Kommt mal mit. Ihr müsst hier mit verteidigen. Ganz wichtig. So, Corruptor. Haben wir welche? Brauchen wir 5 Corruptor. Komm, was zum Nachdenken. Oh, wie schade. Okay, erstmal ein Kraftwerk, bevor hier alles ausfällt. Und das wäre sehr fatal, hier nichts zu haben. Ach komm, hier was zum Nachdenken. Da ist die Queen. Dezent gehalten. So, sammelt man hier unten mit weiter. Je mehr, umso besser. Aha. So, bauen wir ihn, den King. Mal auf Agro-Modus stellen. So, Corruptor sind auch alle da. Greif sie an. Anführungszeichen angreifen. Das ist nur ein zusätzlicher Schutz, damit die sich schneller heilen kann. Geld ohne Ende. So, wie sieht's hier aus? Hier wird noch fleißig gebaut. Dann stellen wir gleich die GDI. So, euch packe ich mal hier. Ah, besser mal hier vorne, weil ich nicht weiß, was hier ist. So, wir bauen noch Kraftwerke. Geld brauchen wir nicht bauen, da kommt ordentlich was rein. So, Superwaffe. Das Geld haben wir ja über. Okay, das Gebäude können wir noch nicht bauen. Das wird sich aber nachher freischalten. Mitkommen. Greifen schon mal an, bevor der... Wo ist denn der King? Wo ist er denn? Der müsste gleich auch da sein. Wenn wir mit allen erstmal zusammen angreifen. GI-Basis erstreckt sich hier wie ganze... Sagen wir so ein Viertel der Karte. Was noch hinzukommt, außerhalb der Karte, ist ein Bauhof. Den können wir nicht zerstören. So, das ist der King. Ah, sei mal ein kleines Raumschiff. Geh mal dahin. Auch sehr, sehr stark. Oh, wie süß. Sie bauen eine Ionenkanone. Gucken wir, was ich dazu. Meine Antwort darauf: Spaltgenerator. So, Devastator gehen schon richtig auf Vollgas.
So. Turmverteidigung ist erfolgreich. Werden trotzdem angegriffen. Jetzt ist das Ding unzerstörbar. Jetzt bekommen wir ein neues Gebäude. Wir werden die GI erstmal ordentlich in den Arsch treten. Ja, mal ein paar Schiffe vorausschicken. Gehen Sie mal hier rauf. Nochmal eine Queen? Die irgendwo reingekommen? Die kommt nicht mehr raus. Okay, der hat sich irgendwo festgebackt. Das ist nicht toll. Ja, soll sie von da hinten aus angreifen. Oh, wie süß. Oh, GDI steckt zurück. Oh, Hilfe. Hilfe. Ist ja nicht so, dass ich noch mehr Einheiten hier habe. Zack, mal ein bisschen was beschädigen hier. Das ist extrem stark. Ja, wir fliegen mal weiter. Zack, zack. So, GDI. Bitteschön. Ja, ich wollte eigentlich mit den beiden, mit King und Queen hier reingehen. Hä, was beschießt mich denn da? Nach dem Schredder. Kommt immer mit. So, wir haben 51 davon. Das wird richtig lustig hier. Greift da mal an. Ich kann mit ihr nicht rausgehen, sie ist gefangen. Leider. So, Mutterschiff ist da. Ja, sie haben es gebaut, endlich. Endlich. Kampf der Giganten. Natürlich ist die Kodiak auch viel stärker. Sieht man auch, was sie hier ziehen kann, das ist Wahnsinn. Das finde ich gut, dass die endlich mal gebaut wurde hier. Sehr gut. Das ist mir noch nie passiert hier. Dass hier so mal eine Kodiak gebaut wird seitens der KI. Das ist das erste Mal. Das wird natürlich ein bisschen kriselig. Wir können natürlich nicht die Kodiak so angreifen. Wird ein bisschen schwer hier. Versuchen uns trotzdem mal hier gegen die anzukommen. Kann auch nichts gegen Luft machen. Sehr schade. Kann auch nichts gegen Luft machen. So, fliegen wir andersrum. War sehr, sehr gut. Endlich mal. So, Kodiak ist natürlich befördert auf das Höchste. Absolut. Das ist ein absolutes Biest. So, heroisch, der Orca. Wird schwer. Wird sehr, sehr schwer. Natürlich nichts dagegen auszusetzen. Also die Platz zu bekommen, scheinbar unmöglich.
Man sieht ja, wie er hier am Eskalieren ist. Das ist ja nicht normal. Nicht mal ansatzweise Schaden genommen. Aber sehr schön, dass es gebaut wurde. Wahrscheinlich verlieren wir auch unsere Basis hier oben. Ich habe gerade nichts. Ja, das, die kann gar nichts machen. Signaltransmitter ist gebaut. Warum wird das dann nicht... Den haben sie zerstört. Wir haben sie den zerstört. Okay, beide Orca-Kampfschiffe sind auf heroisch. Müssen wir ein bisschen Gas machen. Und vielleicht kann ich die durch den Spaltgenerator zerstören. Brauche noch ein paar Gebäude zum Ablenken. Ist mir auch gerade völlig egal, dass die Einheiten draufgehen. Ja, das muss unbedingt weg. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist absolut nicht schlimm. Ja, gut. Aber sie kommt näher. Komm, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Ich habe einen Spaltgenerator noch. Alles weg. Ja, sie rückt näher. Unmöglich dagegen anzukommen. Das ist sehr schön, das hört sich mal gut an. Ich hoffe, das funktioniert. Zwei Attacken auf einmal, aber man sieht, wie viel die aushalten. Das bringt ja schon gar nichts mehr hier. So, können wir den verkaufen. Hammerhart gegen die zu kämpfen. Aber wir haben es so gut wie geschafft hier. Sind ja durch. Und trotz der Superwaffe und noch der Spezialattacke haben die es überlebt. Deswegen werden wir mal den taktischen Rückzug hier anordnen. Gegen so ein Schiff anzukommen. Generell gegen die drei hier, das ist ja schon fast unmöglich. Ist ja gar keine Chance. Strom haben wir gar nichts mehr. Ist aber nicht schlimm. Ja, am besten hauen wir mal ab mit dem Schiff. Mission ist ja erfolgreich erledigt. Außer jetzt die, ja, die Kodiak MK2 plus die Orca Kampfschiffe. Keine Chance. Zum Glück alles rechtzeitig gebaut, dass wir fliehen können. Aber das ist mal gelungen. Das ist echt mal gelungen. Dass die KI das mal endlich mal gemacht hat. Endlich hat sie mal die Kodiak gebaut. Sehr schön. Ja, ich hätte ganz gerne noch gegen die Kodiak gekämpft. Nur man hat gesehen, unser King hat keine Chance gegen die Kodiak. Überhaupt nicht. Selbst von weiter Entfernung hätte ich mal gedacht, so, wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal eher, dass es gegen den... Ach, wie heißt das? Ich glaube, gegen das Leviathan wäre es ganz gut geworden, der Kampf. Weil beide doch sehr, sehr stark sind. Aber der King, ja, ist so eine Mittelklasse. Aber trotzdem, Mission erfolgreich beendet. Hat die GDI nochmal einen schönen Trumpf eingesetzt. Sehr gut gemacht. Ist jetzt noch nie gehabt. Ja, liebe Leute, würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.